dass der Stapel sich schneller stapelt oder so. Gut, wie gesagt, einmal versuche ich das noch und wenn ich das nicht hinkriegen sollte, dann hänge ich das einfach an den Part mit dran. Oder das halt offscreen. Dritter Versuch. Meinst du, du kannst jetzt deinen Stern bekommen? Dann streng dich nur an. Hm? Werde mich anstrengen. Kuchen machen. Ja, wie gesagt, es ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, wenn man den Stern nicht kriegt, dass man das immer und immer wieder machen muss, aber dafür sind die Level relativ kurz. Ich finde das jetzt nicht als nervig oder so. Dafür ist mein Ehrgeiz zu groß. Ich meine, spielt mal so Yoshi's Island auf 100%. Muss man dann schon ein bisschen mehr ehrgeiziger sein. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen so an die früheren Zeiten, wo man noch Trophäen oder Erfolge gejagt hat. Das mache ich ja auch nicht mehr. So. Das muss ja, eigentlich muss das ja nur... Erstmal das Muster einprägen und das dann auch auf die Torte übertragen. Habe ich mir bei ihnen abgeguckt. Er ist diesmal nicht weit gekommen. Was eine traurige Torte, im Gegensatz zu meiner. Ja gut, ne, ich muss sagen, da habe ich jetzt Übung drin. Bon Appetit. Ja, reg dich doch nicht so auf. Probier einfach die Torte und dann wirst du schon sehen, was gut ist. Werde ich nur mit ihr zusammenbacken. Hoffentlich funktioniert das, weil sonst weiß ich echt nicht, was man da machen soll. Es ist ein bisschen knifflig. Aber sie wartet ja am Anfang auch. Vielleicht muss ich... Ich habe ja eben auch versucht, oder davor, mit ihr zusammen, aber da war sie wahrscheinlich schon in Gange. Müssen wir dann machen, wenn sie noch nicht losgelegt hat. So, ein drittes Mal, ja. Ehrgeizige kleine Prinzessin. Typ, ne? Dann lass uns. Auf dass wir diesmal den fehlenden Stern bekommen. Nein, ah, Schmutz. Shit, jetzt ist sie weg. Komm schon. Wo gehst du denn hin?
Aber wenn man das mit ihr zusammen macht, dann geht das super schnell fix. Nicht anfangen! Das war knapp. Die Kekse. So, Mr. Koch. Hat die sehr Gegner. Ich würde sagen, du bist ausgespielt. Ah, guck mal, in jedem Stapel liegt ein großer Keks. Oh, dabei heißt es doch immer, viele Köche verderben den Brei. Ein Mist. Dann zeigen wir mal, was wir können. Na dann, lass uns anfangen. Schön. Ich ein Aroma und löst sich auf, ey. Weiß ich nicht, ob er den Geschmack da, wo er ist, noch weiter genießen kann. Ich würde ihm das wünschen. Sterne haben wir schon. So. Dann bleibt ja noch ein Level oben im Stockwerk übrig. Bin auf den dritten Boss gespannt. Kameraboss. Ich jetzt irgendwie gerade so an dem Radio-Demon denken. Alistair, ja. Ach, Hespin Hotel. Naja, ich hab's ja geschaut. Ist einfach, weiß ich nicht, irgendwo cool. Nichts Neues im Angebot, weil sonst müssen wir wieder ganz runterlatschen. Album, neues Foto. Die macht er auch, glaube ich, nur, wenn wir 100% machen, ne? Kann das sein? Jetzt muss ich mal drauf achten. Ich habe ja gesagt, die Funke, die es laufen, da drin rum. Das wäre cool, wenn sie es tun. Okay. Was geht hier? Meister die Probe? Okay. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob unten auch so einer ist. Meisterdiebenprobe. Ah. 3, 2, 1. Let's go. So viele, ne? Da musst du die perfekte Route kennen, ey. Ah, shit. Yes! Oh, das war aber auch verdammt knapp, ey. Hui, 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 102. New Record. Erneuter Versuch. Nein.
Ich hab's doch geschafft. Das war cool, ey. Nur weil ich nach den Funkelis ausgeschaut hätte, das hätte ich jetzt verpasst. Witzig. So, 100 Punkte. Herzchenkleid. Na, das ist ja cool. Fortsetzung folgt. Ja, ich muss auf den Pagen halt achten. Na, wo ist das Herzchenkleid? Süß. Was? Garderobe? Ach. Ja, das habe ich doch angeguckt. Was soll das denn? Das ist aber ganz schnell nochmal rund, oder? Nee, du hast was? Einfach nur was zu sagen. Eine Aufgabe für mich. Oh, der macht ja nur das Herzamulett. Das brauchen wir nicht. Das Herz, nein, nein, nein. No Easy Mode. Ah, guck mal. Hier ist er. Die laufen also doch rum. Das finde ich gut. So, hast du vielleicht was Neues? Achso, so kommen wir eigentlich quasi ins Album ohne zu pausieren. Ah, guck mal. Fechtstück, okay. Na dann, auf jeden Fall. 140. Dann, auf geht's. Ist ja geil. Das ist wirklich geil. Die Fechtprobe. Drei, zwei. Let's go. Niemand entkommt mir. En garde. Ich darf mich nicht einmal treffen lassen. Erneut versuchen? Auf jeden Fall. Okay, gut, das wusste ich nicht. Dachte, ich hätte Herzen. Oh, wie viele. Was für eine Horde, ey. Noch 30 Sekunden. Komm. Komm schon. Oh, knapp. Erneut versuchen? Nein. Goldener Pokal, leicht. Leichtmehl. Vor allen Dingen mit dem Wissen, nicht einmal getroffen zu werden, das ist schon ein bisschen Risiko, wenn man da so reinsprintet quasi in die Gegner. So, 140, 5 mehr. New Record, Sternchenkleid. Cool, neues Kleid, ich gut. Fortsetzung folgt. Was passiert eigentlich? Ne, okay. Nicht, dass du die Fechtprobe Teil 2. Aber auch hier nur für Kleider halt, ne? Das ist... Aber auch, ja, könnte man auch zu 100% sehen. Wenn es überhaupt eine Prozentwertung gibt. Bei den meisten ist es ja immer so, dass man dann ein Sternchen an die Datei bekommt oder so.
Hier haben wir das schon gemacht, ne? Nicht, dass ich das jetzt verwechsel. Das war die Meisterdieb. Ja. Will nichts verpassen. Kann auch gerne was für Stella geben. So, dann das Lied des Meeres. Beach-Time. Oder Beach-Time. Hier findet das Unterwasserkonzert statt. Höhepunkt ist die... Es gibt sogar heute ein Konzert. Lass uns doch den Gesang... Lars lauschen. Auf jeden Fall. Wir müssen uns runtergefallen und... Cash. Nirgendwo hinter... Auch in dem Konzert hier? Kommen da immer Fische raus? Das Konzert wird toll. Ein pures Erlebnis. Hast du das? Die Fische freuen sich über die Nussschale. Geht hier? Hin. Oh nein. Ah, gut, ich wollte gerade sagen. Hätte ich sie aufhalten. Oh, guck mal, viele Sterne. Viele, viele, viele Sterne. Oh. Langsam und schwach. Ach, wie schrecklich. Nur Mut, liebe Schildkröte. Ich helfe euch. Mit Funkelkraft könnt ihr doch besser singen. Oh, sehr gut. Hat funktioniert. Nicht zu danken. Dafür bin ich da, zu helfen. So. Auf zum Konzert. Wir sind ja keine Meerjungfrau. Tatsächlich? Refugium der Sterne. Kann ich nochmal zurück? Bitte noch etwas Geduld. Oh, oh. Wo ist denn der Star? Das Konzert beginnt doch schon gleich. Ohne Star kein Konzert. Wo können wir den Funkelino finden? Ich schaue mich mal um, ja? Die dicke Kohle natürlich. Oh, das ist das Refugium des Stars. Spotlight, ne? Okay. Zeit für eine Verwandlung. Sternenkraft macht auf. So oft kann ich das gar nicht mehr sagen, wenn wir immer in der Fortsetzung verwandelt bleiben. Voll hübsch. Enchanting. Meerjungfrau Peach.
Deine Stimme klingt wie die des Stars. Dann ist das da spurlos verschwunden. Kannst du einspringen? Ich kann mein Bestes geben. Ah, ich helfe euch. Ein Stern fehlt. Deswegen machen wir das von vorne, weil das wäre zu fies, wenn... Nee. Das ist noch relativ am Anfang. Each time. Bestimmt die Muscheln. Habe ich zu spät gesehen. Ja. Ah, Funkeli ist nicht da. Wie kann ich die? Nee, ich kann die nicht vorher aufhalten. Danke. Einfach frech. Hier etwas Funkelkraft, dann wird das schon mit dem Gesang. Aber die kriegen die auch nur durch Stella, ne? Also man könnte schon fast meinen, Stella könnte das auch. Ich weiß nicht. Die könnte Stella auch einfach gefangen nehmen. Dann würde das nach Plan laufen, was sich da vorstellt. Jetzt haben wir ihn. Oh nein, der Star. Ohne Star kein Konzert. Wie schrecklich. Das ist natürlich nicht gut. Vor allen Dingen, wenn das angekündigt ist. Es fällt aus. Super ärgerlich. Uns verwandeln. Time to shine. Auch hier wieder dank Stella verwandelt. Ihr hättet lieber Stella einfangen müssen. Ich meine, bei den Funkelis hat das ja geklappt. Die ja eigentlich auch die Kraft haben, die wir benutzen. Ah, jetzt kann ich euch helfen. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht noch mehr Sternchen verpasse. Bestimmt muss ich perfekt singen und so. Lassen wir das Publikum mal nicht warten. Spot an. Herzlich willkommen. Danke für eure Geduld. Das Orchester ist versammelt und bereit. Wie schön, dass ihr alle gekommen seid. Lauscht unseren mitreißenden Liedern. Oh oh. Oh oh. Jetzt sind alle weg. Nein, doch noch nicht. Wir haben nur die Hälfte der Band geklaut. Wir müssen das Konzert abbrechen.
Das ganze Geld, was wir eingenommen haben. Es hätte so schön sein können. Ich rette das Orchester, natürlich. Okay, nur in die Richtung. Die Fische mitnehmen. Diese Fische helfen dir, neige. Okay. Hilfe, hol mich hier raus. Kein Problem. Perfekt, mehr Fische. Machen wir jetzt mal die kleine auf. Zack. Und sogar jetzt alle Fische drin. Und zugleich. Oh, voll auf den Sack gekriegt. Einen haben wir. Die Kamera, ne? Auch extra nicht darüber geht. Erst ein bisschen später sogar. Okay, noch keinen verpasst. Bleib nicht zurück. Sehr gut. Wenn die Geheimnisse. Ich komme schon. Oh, was ist das? Oma? Oh. Hey, eine Schildkröte. Wurde umgedreht, wie fies. Und Stern verpasst. Rück zum Konzert. Publikum wartet auf uns. Nein! Wollte mich doch noch umschauen. Bestimmt auch wieder so ein Spotlight verpasst, 100 Pro. Oh, alles wie geplant kann stattfinden. Toll, du hast es geschafft! Jetzt kann das Konzert endlich beginnen. Dann wollen wir mal. Oh. Oh.
so, ich muss in die Richtung lenken. Weil es nicht hundertprozentig perfekt war. Wird das Ende noch gesungen? Thank you very much. Ja, schade. 2 Sterne verpasst. Gut. Aber... Meerjungfraukleid. Das werde ich wohl, denke ich mal, an den Part mit dranhängen. Weil ich möchte jetzt noch den Boss machen. Und dann würde ich schon fast sagen, dass es für heute erstmal genügt. So, Boss-Time. Auch hier hat man gesagt, dass der Boss relativ schwer sein soll, im Gegensatz zu den ersten und dem zweiten. Ob Grape wieder dabei ist? Beziehungsweise ob die... was zu sagen hat. Oh, guck mal, da ist die Patissiere, Funkeli. Ja, dann her. 20 Funkelkristalle gerne. Versammeln wir die ja. Ja, bald ist sie Superstella. Gefecht. Ist die Grinsekatze. Schnurr! Ihr seid also Peach und Stella. Es ist wirklich die Grinsekatze. Irre. Ah. Frau Grapes. Famose Vorstellung. Seid ihr nur Statisten. Versucht es ruhig. Aber ihr könnt niemals gewinnen. Brrr. Oder glaubt ihr? Ihr etwa wirklich, ihr könntet mich besiegen, Frau? Mich, die Wächterin dieser Türschnur. Es ist aber schwierig mit dem R. Ihr werdet euch diese Überheblichkeit von eurer frechen Gesichtern wischen. Ich werde, ja, dann wisch mal. Kamerakatze, oha! Kamera und Action. Mäuschenbombe. Okay, ich hätte sie die in die Foto schießen müssen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, fies. So, bitteschön.
Oh, die Bombe muss in die Mitte. Okay, verstehe. Ich muss das nicht mit der Bombe machen. Ah, siehst du wohl. Sternkraft. Let's go. Erstmal reinigen. Ah, wie fies. Nee, so nicht. Na komm, mach deine Zauberpfoten. Und? Ein bisschen Funkelkraft, gefällig? Ich hätte zuerst gedacht, dass man die Bombe an die Pfoten hauen muss. Oh. Diese Tricks auf jeden Fall. Keine Krallen. Aua. Oh, das ist knapp. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ciao. Kann ich jetzt eigentlich stehen bleiben? Ja, kann ich. Und das war's mit dir, Katerchen. Das nächste Stockwerk ist sauber. Das war ja ein harter Brocken. Wenigstens ist er auf diesem Stockwerk jetzt auch wieder Normalität eingekehrt. Du bist jetzt schon so in vielen Theaterstücken aufgetreten, dass du mit allen fertig wirst. Da bin ich zuversichtlich. Oh oh. Das klingt aber nicht so gut. Ist das? Ella? Das ist der Aufzug des Theaters. Ob die Fäden und diese gruselige Tür ihn blockiert hatten? Ach, vielleicht funktioniert er jetzt wieder, weil wir die unteren Stockwerke befreit und so Grapes Kraft geschwächt haben. Jedenfalls können wir jetzt damit bequem und schnell in den Keller fahren. Wollen wir gleich ausprobieren? Mhm. Und hier haben wir die Cowgirl-Probe. Ja, das werden wir definitiv noch machen. 45, okay. Eine 100. Auf geht's. 3, 2, 1, let's go. Die Dynamitfässer sollte ich in Ruhe lassen. Ja. Darf keins zum Explodieren bringen, okay.
Oh. Kommt schon, 45, ja, sehr gut. Ende, 51, geil. Wieder ein kleiner Rekord. Ihr könnt mir natürlich eure Rekorde gerne in die Kommentare schreiben. Jo, einfach nur so. So einen kleinen Wettbewerb, kann ja nichts dagegen. Ist auch die Frage, wie weit man das auf die Spitze treiben kann. Hm, Zickzackkleid. Setzung folgt. Okay, Zickzackkleid. Schauen wir doch mal. War schön. Kann ich jetzt eigentlich nur in den Keller damit fahren? Oder... Endlich! Fetter Aufzug wieder! Okay. Nee, kann ich nicht. Ich kann überall hinfahren. Aber vielleicht ist die Anrede mit dem Keller halt aus einem bestimmten Grund. Da fahren wir aber trotzdem gleich nochmal hin. So. Kleidershop. Oh, Spitze. Ein gelbes Kleid. Schick. Sonst haben wir alles. Spitze, Spitze. So, du hast... Echtprobe, okay. Bin ich schon mal... Was ist mit dir? Kommst also auch nicht hier raus. Nee, möchte ich eigentlich auch nicht. Was passiert, wenn wir den Fahrstuhl in den Keller fahren? Nichts, okay. Hätte ja sein können. In den dritten Stock. Dass es jetzt einen Fahrstuhl gibt, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Geht bitte alle ins Erdgeschoss. Okay, was haben wir hier? Ninja Time? Diebesparty wieder? Kung Fu, okay, neues Kostüm. Und Detektiv. Ja, und hier haben wir Scheinwerfer. Das ist der nächste Boss. Ein Scheinwerferboss. Nun kann ich mich nicht mehr hier hinstellen, um den Part zu beenden. Das heißt, dann werde ich mich jetzt einfach jetzt immer hier hinstellen. Gut, Freunde. Hiernach auf YouTube, also für YouTube nachher, hiernach kommt das oder beziehungsweise die Sterne vom Unterwasser-Musical. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Stream wieder oder in dem nächsten YouTube-Video. Danke fürs Einschalten, Freunde. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.